Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Toy-Achievement-Guide. Und zwar wollen wir uns das Weihnachtstoy hier anschauen vom Winterhauchfest, das wir jetzt am 25. quasi auspacken können. Und damit können wir dann auch noch ein kleines Achievement bekommen. Ab dem 25. Dezember 2021 können wir quasi hier diese Toys aufmachen. Und in einem dieser, Geschenke aufmachen, in einem dieser Geschenke ist ein Rock'n'Roll Racer drin. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt mal auf. Wir befinden uns hier übrigens in Ironforge, im Bankenviertel vor der Bank. Und bei der Horde ist selbiges einfach in Ogrimmar auf dem Hauptplatz vor dem Hauptgebäude und dem Auktionshaus. Also falls ihr da im Hordenbereich unterwegs seid, kann man das auch kurz auf der Map einmal aufmachen. In Ogrimmar ist der Weihnachtsbaum, meine ich, hier. Da könnt ihr quasi selbige Geschenke aufmachen. Die öffnen wir jetzt mal alle und gucken mal, was da Tolles drin ist. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Achievement noch an, beziehungsweise das Toy an sich. Falls ihr das Video zu einem späteren Zeitpunkt guckt, es ist so, dass jedes Weihnachten quasi neue Geschenke gibt und dementsprechend könnt ihr das Alte nicht mehr aus den Geschenken rauskriegen, aber es gibt hier eine Daily von einem Goblin, wo ihr dann immer schön hochfliegen müsst ins Altraktal und so einen bösen, Mob umklatschen müsst. Davon gibt es dann immer so eine kleine Kiste. Hier haben wir was. Gestohlenes Geschenk. Und da sind dann immer die alten Toys drin. Heißt, dieses Toy wird dann da auch irgendwann reinwandern, wenn es quasi nicht mehr durch die Geschenke erhältlich ist. Gut, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, machen wir die Dinger auf und schauen, wo unser Toy drin ist. Da haben wir es schon. Jetzt machen wir die anderen auch noch auf. Da gibt es auch noch ein paar Sachen. Insgesamt, glaube ich, 6 Geschenke waren es. Und jetzt haben wir hier 2 Sachen. Einmal haben wir hier das Toy, und zwar rockender Rennraser-Anpasser. Das ist unser Toy, das können wir uns dann einmal lernen. Da können wir dann hier so ein kleines Fahrzeug beschwören. Und das zweite, was wir haben, ist Paket des rockenden Rennrasers. Und das schaltet dann noch zusätzliche Optionen für den rockenden Rennraser-Anpasser frei. Und ich würde sagen, wir lernen jetzt mal beide. Nummer 1, das ist das Toy, und dann haben wir hier noch das Paket. Das ist ein Erbstück, so wie es scheint. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei den Erbstücken drin ist. Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein Item, was man dann accountweit lernt. Nee, seht ihr, das ist hier nicht drin. Gut, jetzt gucken wir einmal das Toy an. Und zwar haben wir dann einmal hier den rockenden Rennraser. Hier ist das. Und wenn wir das einsetzen, dann haben wir hier so eine kleine Steuerung. Und da können wir jetzt was aussuchen, oder? Auswählen und beschwören haben wir da. Abbrechen. Ah, guck mal. Da können wir jetzt ein Modell auswählen. Okay, wir haben so ein Boot. Schauen wir mal vielleicht ein bisschen von oben drauf. Das ist wahrscheinlich, weil ich jetzt dieses Anpassungsmodul noch zusätzlich gelernt habe. Also wir haben ein Boot, was wir uns auswählen können. Wir haben dann hier so einen kleinen Flitzer, der so ein bisschen in Raketenform ist. Dann haben wir quasi so einen normalen Monster Truck, würde ich jetzt mal sagen. Und dann noch ein bisschen einen fancieren. Okay, und das ist... Ah, dann haben wir noch so einen Kettenpanzer. Okay, der ist auch cool. Da ist wieder das Boot. Welchen nehme ich? Ich glaube, ich nehme das Raketending hier. Das ist eigentlich ganz nice. Okay, dann können wir hier abbrechen oder die Auswahl beschwören. Das machen wir jetzt mal. Und jetzt haben wir insgesamt 4 Buttons. Was haben wir denn? Eine Rakete haben wir. Oh, ich glaube, ich wurde erwischt. Sie haben mich rausgeschossen. Kann ich ihn instant wieder beschwören? Ich glaube, hier bin ich ein bisschen im Minenfeld. Jetzt wählen wir den aus und fahren hier ein bisschen weg von den anderen. Die können mich nämlich abschießen. So, hier können wir eine Mine legen. Da haben wir den Blitz Nitro. Und hier haben wir die Abrock-Musik. Und so, mir wurde gesagt, ich muss jetzt die Abrock-Musik anschalten, also den letzten Button. Und dann den Blitz Nitro zünden. Oder ich wurde rausgekickt. Dann machen wir das jetzt nochmal. Ich glaube, ich muss hier echt ein bisschen weg, ne? Von den anderen Leuten. So, dass wir das Achievement machen können. Hier ist dann doch ein bisschen viel los tatsächlich. So, den wählen wir aus. Und jetzt nochmal, wir wählen die Abrock-Musik aus und dann den Blitz-Nitro. Und tada, dann gibt es auch noch das Achievement zusätzlich. Und jetzt könnt ihr quasi das Viech noch benutzen, um hier gegen die anderen ein bisschen zu kämpfen, wenn ihr wollt. Achievement haben wir eingetütet, Toy haben wir auch eingetütet. Ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Es gibt ja noch einen Haufen mehr Toys. Wenn ihr quasi die Daily, die ich euch gezeigt habe, macht, könnt ihr die von den alten Jahren auch noch holen. Da gibt es noch ein Haufen mehr von diesen Maschinen und dann könnt ihr hier gegen die anderen kämpfen, wenn ihr wollt. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Achievement
und Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.